Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem World of Warcraft Video und diesmal geht es aber um eine kleine Nebenaufgabe und zwar gibt es ja in den neuen Welten von Battle for Azeroth die Tortulana als Ruf-Farm-Klasse und die haben ab und an so Weltquests, wo man so kleine Rätselchen lösen muss. Und dieses Rätsel hier ist vielleicht etwas komplexer und deswegen wollte ich euch das mal zeigen, einfach um euch vielleicht dem einen oder anderen damit behilflich zu sein, wie man das denn löst. Und zwar, wer davon nichts weiß, das Ziel ist, diese kleine Schildkröte da unten links in der Ecke an allen dieser Fähnchen vorbeizuführen, ohne dass es einen Teil des Weges erneut betritt, den es schon mal betreten hat, und dann ins Ziel zu kommen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch das mal. Ich bin an sich eigentlich relativ gut in solchen Rätseln und da kann ich sicherlich dem einen oder anderen helfen, der da eine Zeit lang nicht auf die Lösung kommt. Ich kann euch auch gerne nebenbei auch gleich noch einige Ansätze zeigen, was eventuell schief laufen kann. Da ist zum Beispiel die erste Sache, die schieflaufen kann. Es gibt viele Leute, die gehen jetzt hier gleich nach rechts und nehmen die erste Fahne mit. Das ist jetzt gar nicht mal so richtig, denn dann blockiert man sich nämlich in einem Nachhinein den Weg, wo man eigentlich gehen müsste, weiter. Was auch viele nicht wissen, wenn man jetzt hier erneut weiterläuft auf vorwärts, dann rennt man gegen die Wand und resettet das Spiel. Aber die Schildkröte kann hier locker flockig an der Hauswand direkt vorbeilaufen. Das ist also alles gar kein Problem. Da haben wir gleich die erste Fahne. Die zweite nehmen wir natürlich gleich hier automatisch mit. Die ist hier auf dem Weg. So, und jetzt kommt nämlich der Zeitpunkt, wo wir dann nicht gleich nach links reinlaufen, sondern erstmal die untere Fahne mitnehmen. Denn jetzt haben wir immer noch genug Zeit, die Fahne mitzunehmen. Und wichtig war jetzt, dass wir jetzt erstmal nur das komplette linke Gebiet betreten haben und noch keins der rechten Seite praktisch ausgenutzt haben. Man kann immer die Spur sehen, die Schildkröte gelaufen ist, an dieser grauen, hier an diesem grauen Spur. Da kann man sich orientieren, was man schon gelaufen ist. Und der Vorteil ist, jetzt haben wir hier den kompletten rechten Bereich noch komplett frei zum Begehen, weil sonst würde man, wenn man hier zuerst die Fahne mitnimmt, wäre hier der Strich, dann müsste man, da man hier nicht mehr runterlaufen darf, dann gleich hier rein und würde sich hier dann schon den Weg blockieren. Deswegen drehen wir jetzt einfach gechillt um, machen hier unsere Schritte nach unten, wenn die Schildkröte denn laufen würde. Dankeschön. Drehen uns nach links. Auch hier wieder, die Schildkröte würde hier, wenn sie weiterläuft, resetten, aber man kann hier hochlaufen, direkt. Also hier, das ist kein Hindernis, das ist einfach nur eine Erhöhung. Dann kann man hier gechillt durchlaufen, kann hier nach links drehen, hat sich hier den Weg noch nicht blockiert, das ist eben der Vorteil daran. Und dann kann man den komplett freien Weg hier noch verwenden, um nach oben zu laufen. Sich da noch die letzte Fahne zu holen. Und letztendlich die Schildkröte ins Ziel zu führen. Und dann ist die Quest auch schon geschafft. Das Leben in der großen Stadt lag Nalogo nicht. Er entschied sich daher. Ich denke mal, ein einfacheres Leben. Ich denke mal, dass ich damit eventuell dem einen oder anderen geholfen habe. Und dann würde ich schon sagen, das war's wieder. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.